Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Schwitz-Simulator. Nein, Spaß. Also, uns ist ziemlich heiß hier bei 7 Days to Die. Sind wir natürlich wieder mal unterwegs. Aber Schwitz-Simulator hat sich jetzt einfach besser angehört, fand ich. Ich weiß nicht, ist das eine Wasserstelle? Ne, ist es nicht. Schade, sonst hätten wir uns direkt hier mal abkühlen können. Ich weiß, hier gibt es natürlich Wasser, wenn wir weiter nach dahin rennen. Das werden wir jetzt auch mal so langsam, aber sicher tun. Richtung Osten. Hier haben wir natürlich dann zwischendurch immer noch. Ja, gut, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt alles aufsammeln. Auch wenn wir jetzt hier schon scrappen könnten, ein paar Sachen wahrscheinlich, aber ihr wisst ja, hauptsächlich sind wir natürlich wegen Federn hingegangen. Wollte gerade sagen, also. Das ist natürlich nicht ganz uninteressant. Ich würde sagen, Stoff haben wir genug. Ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt so viel weiter aufhalten soll mit denen. Weil es ist tags. Wir können gut weglaufen vor denen. Noch. Weil, wie ihr seht, uns wird immer heißer. Deswegen würde ich schon fast sagen, dass wir jetzt mal erstmal zu dem Wasserloch hinlaufen. Da können wir uns dann natürlich ein bisschen abkühlen. Und natürlich auf dem Weg dahin nehmen wir noch alles mit, was wir kriegen können hier. Ich habe da gerade wieder gesehen, 22 Federn auf einen Schlag. Das ist natürlich richtig gut. 19 Federn. Wir haben jetzt schon 100. Also das ist ultimativ gut. Eier finden wir auch ganz viele. Das ist auch eigentlich nicht schlecht. Ne, weil, boah, der ist natürlich auch ganz gut, ey. Der ist wirklich ganz nice. Ich sag, lass jetzt mal das Fett hier. Das ist nicht ganz so schlecht. Das könnten wir jetzt eigentlich mal eben kurz hier hinpacken. Ach, wieso habe ich das nicht direkt ins Inventar gepackt? Dann könnten wir das mal eben kurz futtern. Ja, uns wird natürlich immer heißer. Das ist natürlich nicht ganz so toll. Das kann ich jetzt leider gerade aber gar nicht ändern. Da müssen wir jetzt wirklich mit leben. Wir sind aber fast am Wasser. Oh, guck mal, hier zwei Stück direkt nebeneinander. Das ist wirklich ein Traum hier in der Wüste. Ich würde jetzt sogar sagen, ich würde sogar andere Sachen wegschmeißen, nur um Federn noch zu sammeln. So, und hier ist jetzt das rettende Wasser. Und ihr seht sofort 106 Grad, 105. Uns wird direkt kühler. Und was ich auch noch machen will, ist unter diese Brücke zu gehen. Weil da sind wir dann gleichzeitig auch noch in Schatten. Und Fall um. Wunderprächtig. Ja, die hat Fett dabei. Gut, das ist jetzt, ne? Wir haben noch 90 Pfeile. 91, um genau zu gehen. Und wir haben aber schon 123 neue Federn gesammelt. So, wie warm ist uns denn noch? Es geht rapide runter, wie ihr seht. Das ist sehr schön. Ich würde jetzt mal einfach sagen, dass wir so bis 60 Grad warten. Jetzt wird uns rapide warm. Warum wird uns jetzt warm? Jetzt wird uns wieder kalt. Also ist ein bisschen, aber mehr als 87 kriegen wir auch nicht hin. Ich finde das natürlich sehr komisch. Ich meine, gut, dass wir natürlich in der Wüste das Problem haben, dass es heiß ist. Dass es wirklich heiß ist. Da haben wir jetzt übrigens eine Tankstelle, da gehen wir mal eben rüber. Weil da können wir natürlich extrem viel Benzin herkriegen. Und außerdem sind wir ein bisschen drinnen geschützt.
So, jetzt müssen wir natürlich irgendwas wegpacken dafür. Eisen würde ich schon gerne behalten. Ich glaube, ich packe mal die Bullet weg. Das mache ich jetzt aber auch nur, um eben diese Oil Barrel hier einzusammeln. Ja, jetzt werden wir Folgendes machen. Wir packen das Holz weg, weil Holz ist nicht das Hauptzeug, was wir jetzt wirklich brauchen hier. Wir werden die Tankstelle auf jeden Fall komplett looten, weil vielleicht finden wir ja auch noch eine Range. Das wäre sehr, sehr gut, weil hier ist auch eine kleine Werkstatt. Ne? Vielleicht haben wir einfach mal Glück in dieser gottverdammten Welt hier. So, hier haben wir noch eine Feder gefunden. Auch wenn es nur eine einzige ist. Eine ist besser als keine. Würde ich mal so ganz schnell behaupten. So, die Ölbarrelfässer, die bringen natürlich richtig viel Zeug. Gut, den Reifen könnten wir jetzt noch zerhauen und den auch. Entschuldigung. Ja, wir brauchen noch unbedingt noch Klamotten. Oh, da oben sehe ich eine Kiste. Reingucken können wir da nicht. Die muss erst auf. Gut. Ich habe mir gerade so mal gedacht, wir werden die jetzt mal nehmen, weil die kann ich natürlich lange reparieren. Ne, und die macht natürlich einen wesentlichen Schaden mehr. So, jetzt lohnt sich das natürlich, das hier zu scrappen, weil wir haben jetzt Eisen gefunden. Wir finden richtig viele Federn, Leute. Also jetzt sollte wirklich kein Problem mehr sein, hier zu überleben. Glas ist jetzt nicht ganz unwichtig eigentlich, aber hauptsächlich bin ich jetzt ja hier wegen, die können wir auch scrappen. Zu Eisen. Ich dachte, jetzt hinter uns steht ein Hund. So, ihr seht jetzt schon, die Temperatur bleibt gleich, beziehungsweise geht runter. So, Papier immer mitnehmen. Mensch, was ist denn jetzt los? Leeres Glas haben wir schon. Haben wir. Gut, dann nehmen wir die auch mit. Cooking Pot. Ja, das ist jetzt natürlich die Sache. Könnten wir zu Scrap Metal machen, ne? Das heißt, Oil Barrel fast weg. Das. Scrappen. Ja, jetzt kommt natürlich hier wieder so ein richtig schöner Airdrop. Ich habe natürlich nichts gesehen, jetzt wo der hingeflogen ist. Ja, du hast ja wohl eine Macke, Junge, Alter, ey. So weit renne ich natürlich jetzt nicht dahin. Den hatten wir schon leer gemacht. Gut, das Ölbarrelfass hatten wir wieder mitgenommen. Oh, guck mal hier, hier ist noch ein Feuer. Ja, gut, das ist jetzt nicht übel, aber bringt uns nichts. Scrap. Natürlich ist Metall immer ganz, ganz wichtig eigentlich. So, Gläser sind natürlich auch ganz wichtig. Papier ist sowieso wichtig. Weil Papier, das können wir ja nicht craften, das können wir ja nur finden. Deswegen ist das auch nicht ganz unwichtig. Weiß jetzt gar nicht mehr, dafür gibt es auch Metall, genau. So, jetzt haben wir hier noch Kühlschrank, der fast leer ist. Gut, jetzt haben wir die Gläser alle voll. Hier haben wir noch einen Koffer und noch Schränke. Das ist natürlich jetzt auch ein Fund. Schmerztabletten, sage ich jetzt mal, brauchen wir nicht ganz so dringend. Kaffee brauchen wir jetzt natürlich dringender als ja, als was? Als Kleber, komm. Den Kleber können wir uns auch immer noch machen. Und finden wir hier im Bull Market Water. Das brauchen wir jetzt nicht wirklich. So, hier können wir jetzt aufs Dach. Da gehen wir jetzt auch erstmal hoch, weil hier gibt es mit Sicherheit, ich wollte gerade sagen, noch ein Nest, wo wir nochmal was drin finden an Klamotten. Das ist natürlich auch ganz nice, aber ich bin jetzt nicht auf der Suche nach Waffen. Duct Tape, na, falsche Taste gedrückt, jetzt zweimal hintereinander.
Ich war doch jetzt die ganze Zeit Zombie-Geschrei, ne? Und jetzt auf einmal sind sie weg, ey. Naja, was soll's, was soll's. Jetzt sind sie wieder da. Sowas von genial. So, hier gehen wir natürlich nicht raus, wir gehen hier raus. So, hier haben wir jetzt nicht mehr ganz so viel zu looten, aber wir haben da hinten noch ein Fass. Das scrappen wir mal eben kurz und das nehmen wir auf. Moment. Scrap, ne? Zack. Hier hatten wir jetzt schon geguckt, okay. Das haben wir auch jetzt durchgeguckt. Hier mal eben kurz reingucken, weil es kann auch immer mal sein, dass da so ein, das hatten wir auch schon ja gemacht, so ein Dingens drin ist. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. So, jetzt haben wir richtig viel Zeugs, richtig viel. Würde ich jetzt gerne mitnehmen. Komm, Nägel können wir uns auch neu machen. Ja, man muss dann jetzt schon ein bisschen überlegen. Das hier können wir wieder scrappen. Das nehmen wir dann auf jeden Fall natürlich mit. Gläser können wir jetzt nichts mehr mitmachen. Leider. Haben wir nämlich schon alles voll. Das natürlich außer Frage scrappen. Und natürlich Ducktape nehmen wir auch noch mit. Hier hatten wir schon geguckt. Okay, die Tankstelle ist jetzt leer gelootet. Okay, da sind natürlich noch ein paar Sachen, aber. Wie viel. Oh, 203 haben wir jetzt schon. Oh. Was ist hier denn los? Haben wir jetzt wieder so einen Epileptiker, der wieder so viel zuckt. Schießt natürlich genau zwischen den beiden durch. So, das ist natürlich immer am besten, wenn man denen natürlich direkt einen Kopfschuss gibt und die umfallen. Na, dann kann man ruhig mal einen auch dran vorbeischießen, das ist dann gar nicht schlimm. So, das hat sich doch gelohnt. Gut, Bandage ist jetzt gar nicht so schlecht, aber. Ach, er hier, ja. Ich hoffe, dass die ganze Zeit diese Krankenschwestern vielleicht mal so eine. Ja, das, was wir natürlich können, nehmen wir mit. Zack. Das war jetzt wirklich ein Lucky Shot. Kaffee. Ganz wichtig. Wenn wir nämlich mal eine Mine machen, dann kann uns die das Leben retten. Also dieser Kaffee kann uns dann das Leben retten. So, da hinten ist unser Haus. Wir können rein theoretisch den ganzen Fluss zurücklaufen. Die hatten wir, glaube ich, leer gemacht. Naja, gut. Ich muss jetzt mal eben kurz ins Wasser springen. Oh, was hat er denn hier? Okay, er ist down. Das geht wieder runter. Wir haben mittlerweile auch schon 14 Uhr. Das heißt wirklich, ich würde jetzt wirklich am liebsten mal hier wieder rausgehen. Noch ein paar Dinger hier durchsuchen. Um mich dann auch schon ein bisschen auf den Rückweg zu machen. Oh, was haben wir da? Ein Baumstamm, können wir den durchsuchen? Nee, der ist leider nicht durchsuchbar. Ist auch nicht schlimm, ne? Man kann ja nicht alles hier looten. Das hatte ich euch ja auch schon mal gesagt, dass man nicht alle Bäume hier looten kann. Habe ich schmerzlich feststellen müssen. Meine Hoffnung ist jetzt natürlich, dass wir noch ein bisschen Federn finden. Auch wenn wir jetzt schon gut Federn haben. Ne? Also 200 Federn ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Ne? Und es werden ja immer mehr. Wir haben jetzt schon 210 Federn. Das ist richtig gut. Also es hat sich richtig gelohnt, hinzugehen auf jeden Fall. Und bis wir raus sind hier aus dem aus der Wüste, was jetzt nicht mehr ganz so lange dauert, weil da findet ja schon das ja, wie soll man es nennen, zerstörte Gebiet an. Werden wir bestimmt noch. Hier sind drei Nester nebeneinander. Hab da gerade gesehen, da ist nämlich noch eins. Auch wenn es nur Eier sind. Eier sind auch sehr wichtig. Können wir uns nämlich backen oh. Jetzt haben wir 250 Pfeile und ich glaube, mehr können wir auch gar nicht aufnehmen. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal überlegen,
werden das anziehen. Ja. Und zwar Rüstung und das, weil das bringt eh nichts, wenn wir das, ob wir das anhaben oder nicht. Weil ich möchte natürlich, wenn wir jetzt hier noch ein paar Federn finden, lieber Federn mitnehmen. Wenn man da schwitze ich auch lieber ein bisschen mehr. Anstatt nur mit 250 jetzt dann zurückzugehen. Oder vielleicht ist hier auch eine Waffe drin, ne? Gut, hier ist einmal Trinken drin, das nehmen wir natürlich auf jeden Fall mit. Die Waffenteile nehmen wir jetzt mal nicht unbedingt mit. Ich weiß, die müssten wir eigentlich alle mitnehmen. Daraus können wir uns natürlich später dann gute Waffen machen. Aber hallo Schwester. Ja, das ist jetzt nicht ganz so unwichtig. Könnten wir genutzen, ne? So, jetzt ist die Frage, gehen wir direkt instant hier durch oder ja, wir verlieren jetzt nicht so viel Wärme, ne? Es bleibt gerade. Dann würde ich doch mal sagen, laufen wir durch das Wasser hier zurück. Und uns wird auch schon wieder sehr, sehr heiß. Das ist nicht gut. Wie weit ist es denn noch bis zu uns nach Hause? Gut, das ist jetzt nicht mehr ganz so weit. 600 Meter. Weil dann sind wir natürlich wieder in einem Biom drin, sage ich mal, was wesentlich angenehmer ist. Jetzt lassen wir das natürlich liegen, ne? Das ist natürlich auch nicht so gut. Naja, gut, wir haben jetzt ja erstmal. Ja, ist nun mal jetzt ein bisschen, ne? Aber ich sag mal so, das Gebiet, wir haben schon zur Hälfte durchquert. Das ist das mit das schlimmste Gebiet eigentlich. Na? Muss man ja ganz klar und deutlich so sehen. Futtern jetzt mal ein bisschen was. Und trinken uns auch nochmal was. So, jetzt können wir wieder ein bisschen laufen, auch wenn es nicht viel ist. Aber wenigstens ein bisschen. Ich bin jetzt auch gar nicht mehr auf die Nester oder sowas scharf hier, weil ich will jetzt eigentlich nur noch eins, nämlich rauskommen hier. Ich gehe jetzt auch nicht zurück zu dem, weil wir sind nämlich fast raus. Ich glaube, da vorne sehe ich schon grünes Gebiet wieder. Ah, das würde mich froh stimmen. Ja, das ist grünes Gebiet. Das ist natürlich immer ganz, ganz gut. Wenn man natürlich so einen Lichtblick hat. Weil ich glaube. Nee, doch nicht. Wir verlieren noch keinen Hals. Ich habe ja gerade einen aufgebaut. Wir sind jetzt zwar 55% nass. Das ist aber gar nicht so wild, weil das hält uns vielleicht sogar noch ein bisschen am Leben. Und da ist jetzt natürlich ein Körper, den können wir mal eben kurz noch durchsuchen. Alles an Munition. 9 mm Munition, also die müssen wir auf jeden Fall auch irgendwo unterkriegen. Dann packe ich mal die hier raus, weil 9 mm, wir haben eine 9 mm Waffe zu Hause, die komplett ist. Und alleine deswegen schon, guck mal, jetzt wird uns. Oh, das sehen meine Augen denn da? Ein kleines Hähnchen. So, und jetzt wird uns auch schon direkt kühler, wie ihr seht. So, und jetzt. Zack. Und unser Messer zücken. Und ihr könnt euch jetzt ja vorstellen, dass wir irgendwas. Ey, komm, wisst ihr was? Das schmeißen wir jetzt mal weg, weil drei Fleisch sind mir ein bisschen wichtiger. So, uns wird wieder kalt. Warm wollte ich jetzt schon sagen. Das ist ganz gut. Dann laufen wir jetzt mal schnell nach Hause. Wir haben nämlich ziemlich viel Zeug mit.
Und wenn ich mal so auf die Uhr gucke, ist die Aufnahme auch schon wieder vorbei. Wie weit haben wir es denn eigentlich noch? Och, naja, das ist ja nicht mehr ganz so weit. Haben wir es ja vielleicht wirklich schon geschafft. Wie viele Federn haben wir jetzt mit 200? Fast 300 haben wir jetzt auf dieser kleinen Tour hier geschafft. Das ist natürlich richtig gut und richtig nice. Ich meine, gut, wir brauchen jetzt natürlich noch Holz. Das müssen wir natürlich noch abernten. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da und auch einen Kommentar. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn es euch super gut gefallen hat, würde ich mich auch über ein Abo freuen. Dann seht ihr vor allen Dingen mal genau, wenn ich was hochgeladen habe, weil ich das natürlich eben mit angebe. Also meine Abonnenten mit zu benachrichtigen. Und ja, ansonsten, wir sind jetzt erstmal wieder zu Hause. In Sicherheit, würde ich fast schon sagen. Wir haben ordentlich viel Zeugs gesammelt. Oh, hier war sogar jemand an der Tür dran, wie ich gerade sehe. Ist jetzt nicht ganz so schlimm, kriegen wir alles hin. Ich bedanke mich wie gesagt fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, alles Gute. Ciao, euer Nexus.